Weil wir halt der Meinung sind, es muss nicht jeder Lehrling alles kennen, weil manche sind einfach für den Anbereich nicht so geeignet. Warum soll ich ihn da durchquälen? Wir sind ja nicht in der Schule, wo dann alle gleich sein sollen nachher. Harald Galler, geborener Osterkorn, daher kommt auch der Spitzname Ossi, unter dem ich eher bekannt bin als unter Galler. Ich habe 1996 als einer der ersten geringfügig Beschäftigten bei Intersport begonnen zu arbeiten. Das war die Zeit, wo die Ladensöffnungszeiten sich verändert haben mit langen Samstagen. Und da war der erste Kontakt über Snowboardfahren zu Intersport. Und ja, seither verheiratet quasi. Also kaum ein Jahr, wo nicht irgendwas mit Intersport da war. Zuerst als Verkäufer, dann als Betreuer in der Lehrlingsschule und jetzt als Trainer, Berater. Das Erste ist das, dass man, nachdem wir aus ganz Österreich die Leute zusammenholen, dass sie die einmal kennenlernen und merken, dass sie mit ihren Problemen nicht alleine sind. Ja? Eben gescheite Lehrlinge zu finden, wie integrieren wir die in den Job, das Thema, also das ganze Thema Erfahrungsaustausch. Dann gibt es das für jeden. Das schaut jetzt noch nicht viel aus. Ja? Das ist eine Mappe mit ein paar Seiten drinnen. Das waren 2,5, 3 Jahre Arbeit. Ein strukturierter Ausbildungsplan von Intersportlern gemacht. Das war eine Seminare über mehrere Tage, wo wir aus ganz Österreichs Know-how zusammengeholt haben und das versucht haben, in einen Plan zu packen, um die Frage zu beantworten, was muss ein Lehrling im ersten Jahr lernen, im zweiten und im dritten und woran konkret messe ich denn seine Leistung im Job, weil die Berufsschulnoten sind sie nicht. Das ist quasi ein Rezept, ein Leitfaden als Unterstützung für den Lehrlingsausbildner, dass er weiß, was er machen soll. Und das Zweite, was ich mitgebracht habe, ist das da. Die kriegen das nicht nur in der analogen Form, sondern auch digital, dass sie es auf dem Job verändern können, weil natürlich ein Lehrling am Arlberg was anderes lernen wird müssen als ein Lehrling in Wien im Stadioncenter zum Beispiel. Und damit wir das wirklich regional adaptieren können, gibt es diese Sachen in beiden Formen und wir lernen dann quasi den Umgang mit diesen Instrumenten, wobei das jetzt keine Rakettentechnik ist. Und dann gibt es halt so klassische, was sind Stolperfallen, wo können wir es unterstützen, was sind pädagogische Grundmuster, diese Dinge. Also nichts, was nicht jeder lernen kann, der wie gesagt gerne das machen möchte. Das Wichtigste ist, dass die Menschen, die das machen, die sollen junge Menschen gern haben. Das ist einmal das Allerwichtigste. Ansonsten brauchen wir keine großartigen Vorqualifikationen. Im Idealfall hat er abgeschlossene Ausbildung in irgendeiner Form bei Intersport gemacht, also hat er selber die Lehre gemacht oder kennt halt das ganze System, ist fachlich auch fit. Und uns ist es immer lieber, wenn der sonst keine zusätzlichen Funktionen im Shop hat. Wenn der jetzt großer Bereichsleiter ist oder Abteilungsleiter oder wenn der Shopleiter ist oder so irgendwas, dann hat der operativ kaum Zeit, sich um die Lehrlinge zu kümmern, strukturiert. Also wir brauchen junge, motivierte Leute, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen für die Entwicklung von einem jungen Menschen. Und das können durchaus auch Teilzeitkräfte sein. Also wir brauchen keine Vollzeitmenschen, weil die sind, wie gesagt, meistens sehr, sehr eingespannt im Shop. Im Idealfall ist er nicht so alt wie ich, ja, also nicht über 40, wobei das auch nicht das Thema ist. Der darf ruhig jünger sein und der muss einfach die Menschen gern mögen und bereit sein, ein bisschen was dazu zu lernen und die da quasi gut auszubilden. Wir machen das ausschließlich in Hotels und das ist meistens so gewählt, dass für alle irgendwie gleich unangenehm ist, dorthin zu kommen. Also wir schauen, dass nicht irgendeiner bevorzugt ist. Wir treffen uns meistens in Salzburg. Wenn wir jetzt aber wissen, dass, weiß ich nicht, der Großteil irgendwie aus der Steiermark oder so kommt oder mehr aus dem östlichen Raum, dann wandern wir dorthin oder wir fahren mehr in den Westen. Also das ist unterschiedlich. Aber es ist immer ein Hotel und ja, meistens schaut es gar nicht, wenn man die Badehosen mitnimmt, weil man, wenn es denn das Hotel erlaubt, auch die Annehmlichkeiten dort genießen. Und wir bleiben natürlich immer über die Nacht mindestens einmal, weil natürlich die Gespräche abseits des Seminarraums, ja, vielleicht mit irgendwelchen Kaltgetränken unterstützt, sehr wertvoll sind. Die Grundausbildung quasi, damit man mit diesen Instrumenten gescheit arbeiten kann, dauert im ersten Modul 3 Tage und im zweiten Modul 2 Tage, wobei wir schauen, dass wir das innerhalb von einem Wirtschaftsjahr unterbringen und fortfolgend sind es immer 2 Tage pro Jahr, wo wir dann auch die unterschiedlichen Lehrgänge zum Teil mischen, damit wir halt maximale Erfahrungen aus allen Bereichen quasi zusammenbringen. Ja, das Ding lebt natürlich nur. Ich behaupte jetzt einmal, wir haben alle dieselben Herausforderungen. Wir hätten gern mehr Lehrlinge, es bewerben sich wenige. Die kommen, sind nicht immer die wir wollen. Da haben wir kurzfristig keinen Einfluss, aber langfristig schon, indem wir nämlich die beste Ausbildung bieten, regional in unserer Branche. Will heißen, dass jeder junge Mensch, der sich interessiert, im Sporthandel zu arbeiten,
als erster an Intersport denkt. Und mit dieser ISAC-Ausbildung haben wir einen sehr guten Hebel, einfach ein gutes internes Feedback der Lehrlinge nach außen zu bringen. Das Image von einem Ausbildungsbetrieb ist immer eine regionale Geschichte. Es ist im regionalen Umfeld 20, 25, 30 Kilometer rund um den Standort, bei den Vereinen, bei der Musi, bei der Feuerwehr, beim Fußballverein, wo auch immer. Und wenn dort die jungen Menschen erzählen, dass sie eine gute Ausbildung kriegen, dann kriegen das die Eltern mit, dann kriegen das die Bekannten mit, die nach wie vor massiv Meinungsbildner sind, in Kombination mit einem vernünftigen Webauftritt, dass sie uns auch finden, wenn sie uns suchen, haben wir echt die Chance, in Zukunft wieder die Lehrlinge auch zu kriegen, weil das wissen wir alle, einen Facharbeiter am Markt finden, ist ja alles andere als einfach. Schickt uns die Buben und die Dirndl in die Lehrlingscolleges und schickt uns die ISACs, dann bringen wir uns zusammen.